bin der Walter Ulbrich vom Nord-Süd-Forum Fürstenfeldbruck und wir haben für heute Abend hier im Lichtspielhaus einen sehr, glaube ich, mutmachenden Film organisiert. 30 Jahre Kampf um Umwelt und Menschenrechte durch Urgewalt. Ich bitte ihn einfach mal zunächst einigermaßen zusammenfassend zu erzählen, was ihr so alles treibt oder getrieben habt. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, hallo auch von mir. Also wie gesagt, ich bin Moritz Leiner. Ich arbeite jetzt 1,5 Jahre bei Urgewalt. Genau, und der Verein auf Sassenberg. Aber mittlerweile gibt es auch ein Büro in Berlin und ein weiteres kleineres in Köln. Und ja, unser Verein ist gemeinnützig und genau, wie du sagst, setzt sich schon seit über 30 Jahren mittlerweile für Umwelt- und Menschenrechte ein. Und ja, unser spezieller Ansatz ist dabei Follow the Money, also sozusagen dem Geldströmen folgen, die Umwelt- und Menschenrechte eben verletzen. Und dabei schauen wir vor allem auf die Finanzierung von solchen umwelt- und menschenrechtsschädigenden Projekten im Ausland. Wir folgen da eben den Geldströmen und versuchen dann, diesen umwelt- und menschenrechtsverletzenden Projekten und Finanzierungen eben den Geldhahn zuzudrehen durch unsere Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit. Ja, ich habe ja schon gehört, dass du auch schon Kontakt zu Urgewalt vor einer ganzen Weile hattest, wo ich vielleicht noch gar nicht auf dieser Welt war. Wäre mal interessant zu hören, wie du dazu gekommen bist. Ja, also ich komme schon länger vom Brasilienverein Campo Limpo in Puchheim hier in der Nähe ansässig. Und wir hatten Anfang der 90er Jahre, da ging es dann ja auch um diese 500 Jahre Lateinamerika, Ausbeutung und so fort. Und da habe ich einfach mal nachgeforscht, wo kamen denn damals diese gewaltigen Schulden Brasiliens bei der Deutschen Bundesrepublik her. Und da bin ich dann drüber gestolpert, dass das nicht Entwicklungshilfeschulden sind, sondern Handelsschulden. Und die entstehen nun mal jetzt durch Exportbürgschaften. In Deutschland sind es die sogenannten Hermesbürgschaften, wo der Bund praktisch dem exportierenden Unternehmen oder auch der finanzierenden Bank eine Bürgschaft gibt. Und wenn der Kunde nicht zahlt oder nicht zahlen kann, nimmt er praktisch diese Bürgschaft in Griff und die Bundesrepublik zahlt das Unternehmen aus, fordert aber vom Land, in dem Fall Brasilien, mit Zins und Zinseszins das Geld ein. Und damals ging es eben hauptsächlich um die sogenannten Angra dos Reis Atomkraftwerke in Brasilien, die Siemens bauen sollte. Wir haben dann innerhalb der 90er Jahre so erstmal mit Brasilien-Gruppen darauf hingewiesen, das wurde dann immer breiter innerhalb von der Entwicklung braucht Entschuldung-Kampagne. Und ich habe nun mal nachgeguckt, Urwald ist so 1997, genau, jetzt habe ich genau da drauf gestoßen und hat dann mit anderen Organisationen, unter anderem auch WIT, vor allen Dingen darauf gedrängt, dass eine Reform der Hermesbürgschaften kommen muss, wo eben bestimmte Projekte ausgeschlossen werden von solchen Bürgschaften. Und prompt unter Rot-Grün ist es dann auch gelungen, zumindest für Atom, alle möglichen auch Lieferungen oder Kraftwerke, das eben auszuschließen. Und lustigerweise, kaum war dann 2009 die zweite Regierung Merkel mit der FDP am Ruder, wurde dieses Verbot prompt aufgehoben und kurz danach hat Siemens wieder dieselbe Bürgschaft angeprangert und geben wollen. Und da ist dann Urgewalt heftig eingestiegen mit einer netten Kampagne mit der Pippi Langstrumpf, die sagt, liebe Frau Merkel, Atom will ich nicht. Ich bin doch kein Atombürger. Ja. Mhm. Und das hat dann wirklich gewirkt, dass zum Schluss die Präsidentin Rousseff, damals von Brasilien auf einer Hannover Messe, wo eben Brasilien Schwerpunkt war, das ganze Nerverei mit immer wieder neuen Nachfragen und neuen Gutachten gesagt hat, jetzt mag ich nicht mehr, wir finanzieren das alleine. Angra dos Reis ist immer noch nicht fertig, soll 2030 jetzt fertig werden. Also das ist eins von vielen solchen Projekten, die eben verhindert worden sind. In dem Prospekt, wie man dann vielleicht auch sehen, sind mehrere
auch Staudamm, vor allen Dingen mit Menschenrechtsvertreibung, verhindert wurden. Und da war dann auch noch eine größere Veranstaltung mit der Heffa Schicking, der Gründerin von Urgewalt hier in München. Da haben wir mit German Watch zusammen einen Tag vor der Hauptversammlung und die Hypovereinsbank dann so in Bedrängnis gebracht, dass sie diese Bürgschaft auch nicht mehr eingefordert und auch die Finanzierung hat sein lassen. Also das war so etwas, wo ich direkt beteiligt war, wie die Heffa auch auftritt. Und ich glaube, das kommt ja im Film auch vor, was die alles auf Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften gemacht hat. Sehr interessant von dir zu hören, was ja aus erster Hand, was schon damals für Kampagnenarbeit und auch erfolgreiche Kampagnenarbeit mit Bezug auf die Hermes-Bürgschaften, aber auch auf deutsche Unternehmen passiert ist. Und ja, dieses Modell der Kampagnenarbeit hat sich wirklich bewährt. Ja, so konnten wir eben wachsen über die Jahre und ja, durch immer mehr Medienaufmerksamkeit und auch eine wachsende Finanzierung unserer Projekte durch KleinspenderInnen, aber auch durch Großspenden, die wir da akquirieren konnten. Diese sozusagen die Kampagnenstrategie, die wir aktuell verfolgen, hat sich da so ein bisschen ausgeweitet, sodass wir jetzt nicht nur auf die Weltbank und die Hermes-Bürgschaften schauen, sondern auf ein breiteres Spektrum an international tätigen Banken und auch an anderen Arten von Finanzinstitutionen. Der Hauptfokus aktuell besteht darin, dass wir eben versuchen, die Finanzierung von fossilen Energien anzugehen und da eben darauf hinzuwirken, dass der Geldhahn für fossile Projekte zugedreht wird, weil wir eben ganz klar wissen von der Klimawissenschaft, dass um überhaupt noch eine Chance zu haben, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, beziehungsweise eher die 1,5-Grad-Grenze, dürfen keine neuen Kohle-, Öl- und Gasreserven mehr neu erschlossen werden. Und damit wir das den Finanzinstituten und auch den produzierenden Unternehmen nochmal genauer aufzeigen können, wo die Grenzen sein müssen für die Finanzierung, betreiben wir aktuell zwei Datenbanken, die Global Oil and Gas Exit List und die Global Coal Exit List, auf der die gesamte Kohle-, Öl- und Gasindustrie abgebildet wird von uns, wo wir ein großes Rechercheteam haben, die einen Haufen von Unternehmensberichten wälzen, um eben genau aufzeigen zu können, welche bestehenden fossilen Projekte betreiben diese Unternehmen, welche neuen Projekte wollen die erschließen, welche neue Expansion im fossilen Bereich soll dazukommen. Und mit diesen Informationen über die Kohle-, Öl- und Gasunternehmen können wir dann in dem nächsten Schritt das verbinden mit den Informationen, die wir haben über die finanzierenden Banken und Vermögensverwaltungen dahinter und gehen dann sozusagen mit den Informationen auf diese zu und sagen, stopp, wenn ihr eure Klimaversprechen und eure Klimaziele ernst nehmen wollt, dann müsst ihr aufhören, diese fossilen Unternehmen weiter zu finanzieren. Und in Ihrem Fall, Herr Grossmann, heißt vorweggehen, zurücktreten. Danke. Aber wo nehmt ihr denn da wirklich die Finanzierung her? Ich meine, das sind ja nicht nur Kleinspenden, die da jetzt notwendig sind. Ich meine, so viel ich weiß, in den 90er Jahren, da waren es gerade mal 5 Frauen, glaube ich, hauptsächlich, die da angefangen haben. Und jetzt seid ihr, glaube ich, fast 60 oder sowas. Ja, so um die 60 rum, genau. Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr, sehr groß gewachsen. Genau, und also neben diesen zwei Datenbankprojekten, die ich jetzt erwähne, haben wir natürlich auch noch andere Projekte am Laufen, die in verschiedene Richtungen gehen, wo wir uns auch viel mit asiatischen Entwicklungsbanken und China beschäftigen. Letztendlich konnten wir durch diese kontinuierlichen Erfolge, die wir auch erzielen konnten und diese Kampagnenstrategie auch immer mehr KleinspenderInnen gewinnen, an uns zu spenden. Und da haben wir jetzt ungefähr so knapp die Hälfte der Finanzierung
kommt tatsächlich über die Kleinspenden, was uns halt eine große, große Sicherheit gibt, unsere Projekte auch unabhängig von anderen Interessen umsetzen zu können, ne? Damit wir da nicht so abhängig sind von den irgendwelchen einzelnen projektbezogenen Anträgen, auf die wir aber trotzdem natürlich auch in einem gewissen Umfang bei den Datenbanken angewiesen sind. Also wir kriegen auch einen gewissen Rahmen sozusagen Geld aus Großspenden, die dann eben für solche bestimmten Projekte wie die Datenbanken genutzt werden können. Vor ein paar Jahren habt ihr ja noch eine Stiftung gegründet. Die ist ja auch mehr oder weniger für den einen oder anderen, der noch was auch für die Zukunft hinterlassen will, auch wichtig, wenn er ein bisschen mehr geben kann, dann noch in die Stiftung einzuzahlen. Genau, weil die Stiftung eben im Gegensatz zu so Großspenden jetzt Urgewalt einfach nochmal eine größere Flexibilität gibt, auch mal eine eigene Kampagnenidee, die vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist und für die jetzt vielleicht ein großer Geldgeber nicht direkt was gibt oder dem das vielleicht auch nicht in Kram passt, weil es nicht in die Richtung der Interessen geht, die da dahinter stehen. Genau, für diese Fälle hängt die Stiftung sozusagen, kann auch Geld an den Verein geben und uns dadurch eine größere Flexibilität, auch mal ein Projekt oder eine neue Kampagnenidee auszuprobieren und umzusetzen. Ne? Also ganz aktuell habe ich in der Süddeutschen ja auch was Nettes gelesen. Es geht ja bei euch auch um Versicherungen. Ja. Und die Versicherungen sind ja auch jetzt inzwischen sehr heikel geworden, würde ich mal sagen. Und da hat dann die Süddeutsche erst vor einer guten Woche geschrieben, dass es so eine Art Umweltpolizei wird. Das heißt, die Versicherungen selber verlangen praktisch von ihren Firmen, dass Umweltregeln eingehalten werden. Und diese Umweltregeln praktisch können dazu führen, dass eben eine bestimmte Firma oder ein Unternehmen mehr oder weniger nicht mehr versichert wird. Und das ist ja auch so ein Druckmittel, das glaube ich auch international wirkt. Ich war die Münchner Rückversicherung war ja immer auch schon sehr darauf hinaus, genaue Klimauntersuchungen zu haben, weil das ja riesen Verluste geben kann, wenn die dann eintreten. Also da seid ihr ja auch führend dran. Und was mich vor allen Dingen auch noch interessieren würde, das ist ja auch schon länger in euren Themen drin, was kann der Einzelne denn mit seinen Geldanlagen tun? Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Zum einen die Hinterfragung von sogenannten nachhaltigen Fonds, also letztlich Greenwashing, dass darauf hingewiesen wird, wo da dahinter auch sehr viel Schindluder getrieben wird mit diesem Titel. Und das Zweite ist ja dann in die Richtung, dass man eben auch notfalls sogar die Bank wechselt. Das gibt ja auch bei euch Tipps dafür, was da ungünstig ist. Da kann ich gerne nochmal was zu sagen. Also ich sage nochmal zu den zwei Aspekten was. Also zu den Versicherungen. Ja. Das ist ja im Prinzip, wie wir am Anfang schon mal ausgeführt haben, Euler Hermes mit den Hermeswirtschaften, dass sozusagen Projekte, die international umgesetzt werden, für die umsetzenden Unternehmen und auch die finanzierenden Banken nicht wirklich möglich sind, wenn sie nicht eine Absicherung haben, ne? Die Versicherung dahinter. Und das gibt es ja einmal im privaten und im öffentlichen Bereich. Und gerade die Versicherung und die Rückversicherung, für die ist das Klima, das Risiko von Klimaschäden natürlich bedeutend höher, weil die sozusagen, weil die Schadensfälle immer öfter eintreten und dadurch auch die Zahlungsaufforderungen und die Schadensfälle dann häufiger eintreten werden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ganz richtig, dass die nicht mehr bereit sind, Kohle abzusichern. Aber da muss noch ganz viel mehr passieren, auch im Öl- und Gasbereich, weil vor allem im Gasbereich wird immer noch weiter munter Versicherungen ausgestellt, vor allem für Gaskraftwerke, für neue Gaspipelines, für Flüssiggas, die LNG-Tanker und also da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass die Versicherungen keine fossilen mehr unterstützen. Deswegen betreiben wir da auch weiter Kampagnen und gehen weiter auf die Hauptversammlung von der Münchner Rück, von der Hannover Rück, von Talangs, um da eben und von der Allianz, dem größten Versicherungsunternehmen weltweit, was auch in Deutschland ansässig ist, um da eben ganz klar zu sagen, die müssen noch konsequenter Fossile ausschließen, um einerseits eben dem Klima gerecht zu werden und der Menschheit damit auch und andererseits aber auch aus dem eigenen Interesse wegen ihrem Geschäftsmodell. Ne?
Wer sich jetzt mal fragt, was ist eigentlich mit meinem Fonds, in den ich investiere, ist der vielleicht auch dreckig? Also sind da auch Investitionen drin, die ich gar nicht drin haben will, zum Beispiel im Kohle-, Öl- und Gasbereich? Ja, der oder die kann ich nur einladen, mal auf unsere Kampagnen-Webseite zu schauen, faire-fonds.info, auf der genau aufgelistet wird, welche Fonds von den vier großen deutschen Vermögensverwaltungen welche fossilen und Anlagen da eigentlich drin sind, aber nicht nur fossile Anlagen, sondern auch welche menschenrechtsverletzenden Projekte da finanziert werden. Oder Pestizide oder, Abholzung von Wäldern. Ja. Also da kann man das mal ein bisschen genauer nachverfolgen. Da kann ich Sie nur zu einladen, das mal wahrzunehmen und zu gucken, wie Ihr Geld da eigentlich angelegt ist. Und im nächsten Schritt sozusagen gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dieses Geld anders anzulegen, zum Beispiel in einer nachhaltigeren Form. Es gibt ja doch andere Möglichkeiten, zum Beispiel in Genossenschaften oder auch in Stiftungen oder eben auch in nachhaltigeren Fonds oder Banken. Ich will jetzt hier auch keine Empfehlungen geben, weil das ist nicht unsere Aufgabe als Verein, sondern wir schauen eher auf das, was schlecht läuft. Wie man es besser machen soll, das überlasse ich Ihnen selbst, aber einfach nur nochmal die Ermutigung, da nochmal die eigenen Anlagen darauf hin zu checken und zu überlegen, wie man das vielleicht nochmal besser machen kann. Ja, schön. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr zum Film. Wer ist denn da auf die Idee gekommen, für über euch die 30 Jahre einen Film zu machen? Gute Frage. Gute Frage. Ich weiß nur, dass es da einiges an Filmmaterial tatsächlich auch gibt über die Anfangszeit von Urgewalt. Und da ist schon sehr spannendes Material dabei, was ich persönlich auch noch nicht kannte und mir auch noch mal einen ganz anderen Eindruck gegeben hat, von wie das eigentlich damals sozusagen am Küchentisch alles geplant wurde, so eine Kampagne. Ja. Und letztendlich beweist ja auch der Erfolg von Urgewalt, dass die Strategie eine richtige ist und war. Und ja, um eben Menschen auch zu inspirieren, selbst aktiv zu werden, selber mal zu gucken, was können wir eigentlich auch nicht nur mit den eigenen Finanzanlagen vielleicht zum Positiven verändern, sondern auch im Politischen mal eine Kampagne zu machen. Ja, ich glaube, aus dieser Motivation heraus ist es entstanden. Was ich noch so mehr oder weniger nur anfügen wollte, es geht mir uns vom Nord-Süd-Forum natürlich jetzt nicht nur speziell davon, da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass so ein mutmachender Film kommt, was eine kleine, ja immer noch relativ kleine Organisation auch erreichen kann. Und nebenbei, was uns auch jetzt in Kürze auch hier beschäftigen noch wird, ist eigentlich, wie jetzt trotz aller Energiewende auch für Deutschland und so weiter natürlich auch wir aufpassen müssen, was wir zusätzlich konkret wieder an Rohstoffen brauchen. Und diese Rohstoffgewinnung jetzt in Drittweltländern, konkret jetzt auch für die Batterien ja hauptsächlich, aber für Windkraftwerke genauso, ist eine Riesenmenge von Stahl und Kupfer und sonst was notwendig. Wir müssen wohl aufpassen, dass wir auch nicht vor lauter, ja, es muss alles erneuerbar werden, dass wir auch lernen müssen zu sparen. Das heißt, einfach mit weniger und gut reguliert auszukommen. Und das ist so ein Thema, wo noch nicht so ganz in der Öffentlichkeit ganz gut ankommt. Aber auch vor allen Dingen, ich glaube, die Kombination, die jetzt wir auch betreiben, dass es um Klimagerechtigkeit geht. Also wir können nicht bloß immer nur aufs Klima gucken, was wir auch verursachen, sondern es muss auch gerecht zugehen. Und das ist in der dritten Welt natürlich erst umso mehr zu beachten, was dort wieder jetzt rausgeholt wird. Und ich glaube, diese Dinge mit Rohstoffen und so weiter, die wird auch für euch in der Zukunft wichtig werden. Definitiv. Dass ihr da auch guckt. Genau. Und was da an zum Beispiel, wo jetzt wir in Brasilien konkret wissen, was da wieder für riesen Windräder gebaut werden, im Grunde genommen jetzt schon mit dem Hinblick, Wasserstoff zu erzeugen und mit Wasserstoff mit riesen Aufwand hier bei uns
mehr oder weniger dann jetzt so zu tun, als wenn wir zum Beispiel Gas ersetzen könnten. Ja? Definitiv, und da sind wir auch, also Urgewalt hat sich jetzt sozusagen diesen fossilen Schwerpunkt gesetzt, aber wir stehen natürlich auch im Austausch mit anderen Nichtregierungsorganisationen, die viel zu den kritischen Rohstoffen arbeiten und zum Beispiel im, in dem Netzwerk, dem Cora-Netzwerk Außenwirtschaftsförderung sind wir auch im Austausch und vereinen die Klima- und Menschenrechtsthemen. Und bei Urgewalt haben wir ja auch einen Arbeitsstrang zu Beschwerdemechanismen, wo wir viel auch zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds arbeiten und da nicht nur eben das Klimathema setzen, sondern auch einfordern, dass Menschen, betroffene Menschen vor Ort, wo die Projekte umgesetzt werden, informiert werden müssen, was da überhaupt passiert, Beschwerden einreichen müssen und gerade ne, mit Bezug auf den Flächenbedarf von Erneuerbaren kommt es ja auch immer mehr zu Vertreibungen und dass da eben in den Institutionen, die das, die Finanzierung stellen, Mechanismen geschaffen werden, dass die, die Personen, die da betroffen sind, sich beschweren können und die Projekte dann auch auf Eis gelegt werden, wenn sowas eintritt. Und ja, genau, also da sind wir in dem Bezug sozusagen über die Beschwerdemechanismen auch dran und versuchen dadurch eben auch andere NGOs wie REED oder das Cora-Netzwerk eben Power zu unterstützen. Shift und was die jetzt alle machen. PowerShift, genau. Und da ist ja wieder ganz wichtig auch, dass da das Lieferkettengesetz einfach dann auch mit als Hilfe gedient, um Beschwerdemechanismen einlösen zu können. Definitiv. Ja. Also es gibt noch genug zu tun. Seid noch jung genug, dass ihr das weitertragen könnt. Recht herzlichen Dank. Ja. Ich freue mich jetzt auf den Film. Ja, ich bedanke mich auch. Und alles Gute euch dann. Ja, vielen Dank. Es freut mich. Ciao. Macht es auch Spaß, gerade wenn der Gegner so übermächtig zu sein scheint, zu überlegen, ach, wie könnte es doch gehen? Und oft geht es.